Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer Reihe Lecture in Film. Und ja, wir sind tatsächlich schon im 9. Monat und wir haben etwas Großes hier geboren. Ernst Lubitsch tatsächlich einmal in aller Ausführlichkeit zu zeigen, das ist etwas sehr Seltenes auch immer noch, auch in einem Jahr, wo er 110. Geburtstag hat und ich glaube 75. Todestag, eigentlich Jubiläen, wo man meinen könnte, das müsste häufiger gespielt werden, wenn man so durch die Kinos hierzulande schaut, ist das leider nicht der Fall. Und das ist auch etwas, worüber wir uns natürlich beschäftigt haben in dieser Reihe, was dazu führte, dass Lubitsch diesen Stellenwert wohl nur hat heutzutage. Ich freue mich sehr, dass in dieser Reihe ein ganz wichtiger Film heute zu sehen sein wird, nämlich Ninotchka mit der großartigen Greta Garbo. Zunächst zum Film selbst. Wir haben von Warner Großbritannien die frisch restaurierte Fassung bekommen, digital restauriert, deswegen heute ein DCP. Und die haben sogar extra für uns die deutschen Untertitel dazu gemacht. Das heißt, wir sind jetzt wirklich die Ersten, die das mal mit nicht nur Originalfassung, sondern Originalfassung mit deutschen Untertiteln sehen können. Das freut uns sehr. Also danke an Warner an dieser Stelle. Ja, kann man nochmal klatschen, genau. Danke. Richten wir aus. Genau, Ninotchka ist auch der Aufhänger für das Begleitprogramm diesen Monat. Sie haben es wahrscheinlich schon gesehen oder kennen das. Mittwochs und samstags um 18 Uhr zeigen wir Filme, die passend zu diesem Programm sind. Und das ist in diesem Monat Klassiker mit Greta Garbo in der Hauptrolle. Also das geht los mit As You Desire Me, wo sie an der Seite von Erich von Stroheim zum Beispiel spielt. Dann Camille, die Kameliendame, ein großartiger Film von George Cukor. Und der ganz große Klassiker natürlich, Mata Hari in der Originalfassung. Ich kann Ihnen das alles sehr ans Herz legen. All diese Kopien stammen nicht aus Deutschland und sind sehr selten hierzulande zu sehen. Ja, bevor ich überleite, wir haben heute einen wunderbaren Gast mit Johannes von Moltke und Rembert Hüser von der Uni, wird gleich ihn vorstellen, also es ist ja eine tolle Kooperation hier, sei auch an dieser Stelle wieder erwähnt, ja, großartig, ohne euch wäre das nicht möglich und auch das Exzellenzcluster Normative Orders, ohne das hätten wir auch keinen freien Eintritt hier, also das ist ganz toll, dass das klappt. Wir haben noch einen Zusatz. Special, eine Zusatzlecture. Vielleicht haben Sie es im Programm gelesen. Es war uns nicht genug, Lubitsch. Übermorgen wird es anlässlich des 100. Jahrestages von Das Fidele Gefängnis eine Vorführung geben, die eine Weltpremiere sein wird. Denn unsere Restauratoren hier im Deutschen Filmarchiv haben aufgrund von Fragmenten, die erhalten waren und nun Fördermitteln, die wir im Rahmen eines Ersten Weltkriegsprojekts bekommen haben, diesen Film komplett farbrestauriert. Das heißt, ein Film, der vorher nur schwarz-weiß bekannt war, den werden Sie jetzt, so wie es Lubitsch wollte, in Farbe übermorgen das erste Mal zu sehen bekommen, dann auch live begleitet hier am Klavier. Und es wird vorab einen halbstündigen Vortrag der Restauratoren geben, was sicher auch sehr, sehr hörens- und sehenswert sein darf. Also merken Sie sich das vor, übermorgen 18 Uhr, the best place is to be here. Und ich begrüße jetzt hier vorne Rembert Hüser und wünsche viel Vergnügen an diesem Abend. Ja, hallo. Stalin wird den Film nicht mögen. Das ist ein typischer Johannes von Moltke-Anfang. Das ist ein Zitat der Beginn einer zeitgenössischen Filmkritik des Films, den wir heute Abend sehen werden, aus der New York Times. Das ist aber fast 80 Jahre später, als Beginn einer ersten Ankündigung im Programmheft, von dem, was wir heute Abend im Filmmuseum vielleicht hören könnten, im Handumdrehen eine Konstellation im Schlepptau hat, die sich gewaschen hat. Und die allzu schnelle Gewissheiten erst einmal kompliziert. Da fängt Lubitsch nicht einfach an, sich an den großen Despoten seiner Zeit abzuarbeiten. 1939, heute Abend Ninotchka, Stalin-Check. 3 Jahre später, To Be or Not To Be, Hitler-Check. Frieder Grafe schreibt, dies hier ist der erste seiner Altmännerfilme. Lubitsch ist da 55, ein Jahr jünger als ich. Sondern das Aufeinandertreffen von amerikanischem Antikommunismus und einem wilden Mix von deutschen Exilanten, von deutscher Exilantenszene und internationalen Hollywood-Stars europäischer Herkunft. Gemengelagen dieser Art, Territorien, die alles andere als eindeutig sind, kulturelle Transaktionen unterschiedlicher intellektueller Szenen interessieren Professor Johannes von Moltke, den ich heute Abend hier im Deutschen Filmmuseum ganz herzlich zu unserer Lubitsch-Reihe begrüßen darf. Gebraucht hätten wir Johannes von Moltke schon viel früher. Beim 3-tägigen Binge-Watching vom kompletten restaurierten Director's Cut von Edgar Reitz' Heimat letztes Wochenende hier im Filmmuseum etwa. Da hätte er uns erklären können, dass man Heimatgeschichte nicht vorschnell mit Nationalgeschichte verwechseln sollte und dass es bei jedem Ort im Hunsrück, um den es sich in der Fernsehserie alles dreht, vielleicht eher um eine Verortung in einem fundamental dezentrierten Kommunikations- und Transportnetzwerk geht, man also mehr auf den Bau der Reichshöhenstraße Acht geben sollte. Das wäre aber auch nur ein kleines Argument in einem Kapitel aus dem Kontext seiner sehr tollen, preisgekrönten Dissertation »No Place Like Home«
Locations of Heimat im German Cinema von 2005, ohne die keine Diskussion zum Verständnis von Heimat und Heimatfilm heutzutage mehr auskommt. Johannes von Moltke hat uns aber auch vorher schon an allen möglichen Ecken in unserer Lubitsch-Reihe gefehlt. Er ist einer der wenigen, die zum Beispiel differenziert erklären könnte, was Krakauer, der die Filme von Lubitsch alle kannte, in Von Caligari zu Hitler eigentlich gegen Lubitsch und dessen Berliner Komödien hatte, was vielleicht bis zur 84er Lubitsch-Retrospektive der Berliner Filmfestspiele fatale Auswirkungen für die Nachkriegsrezeption von Lubitsch und vom Weimarer Kino haben sollte. Warum ausgerechnet Krakauer also hier auf einmal zum Roadblock wurde. Da ist es schon hilfreich, wenn man sich wie Johannes von Moltke wie kein anderer in den Kontexten der intellektuellen Szenen, in denen Krakauer schreibt, auskennt und ihn so ganz folgerichtig zum Beispiel als Kulturkritiker und Geschichts- und Filmtheoretiker in New York als amerikanischen Autor entdecken kann. Johannes von Moltke hat hier in den letzten 5 Jahren eine ganze Reihe von Publikationen vorgelegt, die das Krakauer Bild entscheidend verändert haben. Siegfried Krakauers American Writings von 2012, Culture in the Anteroom, The Legacies of Siegfried Krakauer, ein Sammelband auch von uns 2012 und schließlich im letzten Jahr The Curious Humanist, Siegfried Krakauer in America, ein sagenhaftes Buch zum New York Intellectual, das ich jedem nur ans Herz legen kann und das uns in den nächsten Tagen noch Jahren noch viel beschäftigen wird. Johannes von Moltke kennt die klassischen Autoren der Frankfurter Schule besser als die meisten von uns. Er hat über Adornos verklemmte Aggressivität in seinem Verhältnis zur Krakauer geschrieben, über deren Zeitgenossen wie Rudolf von Arnheim, Bela Balasch und später Alexander Kluge, zugleich aber auch ganz grundsätzlich in Screen zum plötzlichen Wiederauftauchen der Klassiker und der Notwendigkeit ihrer Historisierung im Post-Theory-Diskurs. What's new in classical film theory? Fällt uns denn gar nichts mehr ein? In Oktober analysiert er 2013 die literarischen Fantasien der klassischen Filmtheorie. Die Arbeitssituation von Johannes Moltke ist auch nicht einfach. Er macht einfach so viel. Er ist Professor für German Studies und Screen Arts and Cultures an der University of Michigan und weil ihm das nicht genug ist, ist er auch noch gleich Chair von beiden Departments. Er ist Herausgeber des Screen Culture Series bei Camden House, der Organisator des German Film Institutes und der Vizepräsident der German Studies Association. Heute Abend wird Johannes von Moltke zu Ninotchka und Politik als Komödie vortragen. Vielleicht wird er dabei ja auch noch ganz beiläufig in unsere große Lubitsch-Dieven-Schlacht einsteigen. Von Pula Negri, Asta Nielsen, Marlene Dietrich bis hin zur bislang ungeschlagenen Ossi Oswalder. Herzlich willkommen im Filmmuseum, Johannes. Wir haben uns alle schon lange auf diesen Termin gefreut. Ja, wie soll ich mich darin jetzt wiedererkennen, Rembert? Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bedanke mich bei allen, die mich hier eingeladen haben, von der Uni, vom Filmmuseum. Und freue mich natürlich auch, in dieser illustren Reihe von Vortragenden dabei sein zu dürfen. Schade nur, dass wir nicht uns begegnen, sondern wie in einem Film nacheinander vorkommen. Ich dachte eben, es ist so ein bisschen wie, wenn man die Aufnahmen getrennt macht und am Ende den Film zusammen macht. Lauter Kollegen, die ich gerne zu diesen Themen diskutiert hätte. Und so machen wir es einfach im Anschluss dann über Sie, weil Sie haben es ja alle mitbekommen und können mir dann mitteilen, was Sie schon wissen von den Kollegen, was ich nicht weiß. Ganz ehrlich gesagt, das Genre eines Vortrags vor einem Film fiel mir nicht leicht. Ich weiß nicht, ob darüber andere Kollegen sich auch schon den Kopf zerbrochen haben. Was sage ich Ihnen, die Sie den Film zum Teil sicher schon kennen, zum Teil nicht kennen? Wie viel vom Film nehme ich vorweg? Wie viel Kontext ist für Sie wichtig? Und letztendlich läuft das, was ich Ihnen zu erzählen habe, auf zwei Schienen. Der eine ist, ich möchte schon einiges zum Kontext sagen, weil ich denke, das hilft, den Film zu sehen. Zum Teil auch zum politischen Kontext einfach und auch zum Entstehungskontext. Und zum anderen möchte ich Ihnen eine... Ja, es ist immer noch eine Arbeitshypothese mitgeben auf den Weg über das Verhältnis dieses Films zur Demokratie in den 30er Jahren, über die wir dann vielleicht im Anschluss diskutieren können. Das ist aber mehr experimentell als der andere Teil, der mehr historisch argumentiert. Gut. Lange bevor Lubitsch Ninotchka im November 1939 in die amerikanischen Kinos kam, wusste das Publikum, was es vor allem von dem Film zu erwarten hatte. Eine lachende Greta Garbo. Nachdem MGM den Star 9 Jahre zuvor, also 1930, mit dem Slogan Garbo Talks, als Anna Christie im gleichnamigen Film erfolgreich
ins Tonfilmrennen geschickt hatte, versprach die umfangreiche Werbekampagne nun Garbo Laughs. Das ist ein Standbild aus dem Trailer. Die erste Komödienrolle für den Star. Allerdings lässt Lubitsch die Zuschauer und sie auch einige Zeit warten, bevor Garbo ihren Auftritt hat, und es dauert noch länger, ehe sie lacht. Galt die Schauspielerin in ihren vorherigen Rollen immer als ernst, so ist sie als Genossin Nina Jakuschowa zunächst mehr als ernst. Als Abgesandte Moskaus erscheint sie bei ihrer Ankunft in Paris als zugeknüpft, effizient, schnörkellos. Sie versteht buchstäblich keinen Spaß. Es geht ihr nur darum, ihren Auftrag abzuwickeln. Sie soll durch den Verkauf der verstaatlichten Juwelen einer weißrussischen Gräfin Devisen beschaffen, mit denen die Sowjetunion die schlechte Jahresernte kompensieren kann. Ninotchka ist in den durchaus treffenden Worten der amerikanischen Zensurbehörde, Zitat, a severe, efficient woman who permits no nonsense to divert her from her duty to the Soviet. Durch das lustlose Auftreten der Figur, nicht der Schauspielerin, aber der Figur, entwickelt der Film im Laufe des ersten Akts die dramaturgische Fallhöhe für die zentrale Szene, in welcher der Pariser Playboy Graf Leon Dalgou, Ninotchkas Gegenspieler und Liebhaber zugleich, Ninotchka zum Lachen bringt. Wie das geschieht, will ich jetzt nicht vorwegnehmen, obwohl diese Szene gerade zur zentralen Frage dieser Lubitsch-Reihe, also zum Witz, einigen Diskussionsstoff böte, auf den wir vielleicht im Anschluss zurückkommen können. Weil, was man ja nie machen soll bei Witzen, ist darüber geredet wird, wie man Witze macht. Aber vielleicht nur so viel, das Drehbuch markiert den Moment, der in der 68. von 137 Szenen präzise am Mittelpunkt der Handlung steht, unmissverständlich als Wendepunkt. The ice is broken at last, steht dort in den Regieanweisungen vor der Abblende. Diese Frühlingsmetapher nimmt sich nun die darauffolgende Szene zum Vorwurf, in der wir nach der erneuten Aufblende einer veränderten Ninotchka begegnen. Statt sich auf die Verhandlungen zu konzentrieren, deren wegen sie in Paris ist, schwelgt sie in Erinnerungen an vorhergegangene Heiterkeit. Statt sachlich um die Auslegung französischer Gesetze zu streiten und den Gang der Verhandlungen zu beschleunigen, fügt sie sich dem gemächlichen Tempo der Gerichte. Selbst die Gelegenheiten zum Besuch der Elektrizitätswerke und der Pariser Kanalisation zu Studienzwecken schlägt sie nun aus. Unternehmungen, die sie zuvor in ihrer kleinen sowjetischen Delegation selbst angerichtet hatte. Stattdessen ergeht sie sich nun in einer Ode an den Frühling, der, wie wohl alle Jahreszeiten, in Paris anders ist als anderswo, insbesondere anders als in der Sowjetunion. Ninotchka wendet sich an ihre drei Landsleute, das Trio Buljanow, Ironov und Kopalski, Marx Brothers à la Lubitsch, mit deren Ankunft in Paris der Film begonnen hatte. In einer klassischen Lubitsch-Sequenz war einer nach dem anderen, das werden Sie gleich am Anfang sehen, im Pelzmantel durch die Drehtür ins Hotel Clarence gekommen. Nun liegt Ninotchka ihnen nahe, ihr Winterfell abzulegen. Why don't you get a haircut, Buljanov? You all look so wintry, comrades. And why do we always keep the windows closed? Sie geht zum Fenster, öffnet es. Isn't it amazing? At home there's still snow and ice, and here, look at the birds. I always felt a little hurt that our swallows deserted us in the winter for capitalistic countries. Now I know why. We have the high ideal, but they have the climate. Die Spatzen ziehen das bessere Klima den höheren Idealen vor, natürlich. Aber mit Natur hat Ninotchkas Bemerkung weniger zu tun als mit Politik, verbirgt sich doch hinter dem Klimaunterschied und dem ornithologischen Befund die elementare politische Differenz zwischen Freund und Feind. Wir Sowjets gegen die capitalistic countries im Westen und ihr Klima. Dass es sich dabei nicht nur um den Pariser Frühling handelt, sondern um das politische Klima, liegt auf der Hand. Und damit auch die Frage, wie Lubitsch dieses Klima vor dem Hintergrund der politischen Lage und in Form einer Komödie gestaltet. Mit anderen Worten, was ist die Politik von Ninotchka?
Nun könnte man zunächst meinen, die Frage sei falsch gestellt, denn Ernst Lubitschs Filme sperren sich in gewisser Weise gegen Politik. Sie zeigen Oberflächen, sind raffiniert, flott, sophisticated, aber ihr internationaler Ruhm beruht, so der Filmkritiker Siegfried Krakauer, in einer Rezension des Lächelnden Leutnants. Der internationale Ruhm beruht darauf, jetzt zitiere ich Krakauer, dass sie den Bedürfnissen von Konsumenten entsprechen, die nicht in der Wirklichkeit selber, sondern nur durch das Absehen von ihr miteinander verbunden sind. Also wirklichkeitsfern. Das gilt selbst für die Länder und Orte, an denen die Handlung angesiedelt ist. Ob in Flausenturm, der Ort, an dem der lächelnde Leutnant spielt, mit TH, ganz wichtig im Film, habt ihr den gesehen? Nee, lohnt sich. Ob in Flausenturm oder in der Festung Tossenstein, die Bergkatze habt ihr gesehen, ne? wo die Orte eine vom Film unabhängige Existenz hätten, werden sie von Lubitsch in der Regel auf wenige Studiosets reduziert. Man denke an das Wien von The Marriage Circle, und jetzt müssen Sie immer Zitate mitdenken, ne? Also das Wien von The Marriage Circle, das London von Lady Windermere's Fan, das Budapest von Shop Around the Corner und selbst an das Warschau von To Be or Not To Be, vordergründig vielleicht Lubitschs am deutlichsten politischer Film, dem dann allerdings prompt seine komödiantische Verballhornung des Faschismus vorgeworfen wurde. So spielen Lubitsch-Filme durchweg, wie der Biograf Scott Eyman zu Recht feststellt, in einem imaginären und scheinbar politikfernen Lubitsch-Land. Und das Paris von Ninotchka ist keine Ausnahme. Wir sehen insgesamt zwei Einstellungen, die offenbar in Paris gedreht wurden, aber ziemlich sicher nicht für diesen Film. Also ich nehme an, dass Lubitsch sie aus dem Archiv der MGM entnommen hat. Moskau ist ebenfalls eine Pappkulisse mit Schneegestöber. Und dass der Film in Konstantinopel endet, laut Regieanweisung in einer luxuriösen Hotelsuite, whose style should suggest the locale, dass der Film in Konstantinopel endet, ist die finale Ausgeburt der im Studio imaginierten Geografie. Zum Zeitpunkt des Films hieß die Stadt schon seit 15 Jahren Istanbul. Aus diesen wirklichkeitsfernen Klischee und beinahe märchenhaften Orten, so scheint es, kann von Politik kaum die Rede sein. Wie der amerikanische Kritiker A.O. Scott anlässlich einer anderen Filmreihe, es gibt sie schon, unter dem Titel The Lubitsch Touch feststellte, lässt sich diese taktile Wertung, The Lubitsch Touch, schwer ins Politische übersetzen. Von einer Lubitsch Vision, einer Lubitsch Ideology oder gar einer Lubitsch Weltanschauung, schönes amerikanisches Wort, zu sprechen, scheine widersinnig, so A.O. Scott. Und doch, so Scott, verbirgt sich in Lubitschs Handhabung auch der seichtesten Plots eine Haltung, die man, so denke ich nun, durchaus politisch bewerten und als politisch bezeichnen kann. Es kommt nur darauf an, was wir unter Politik verstehen und wo wir danach suchen. His vaunted style, schreibt Scott, is indeed a way of seeing the world. And his acute observations of human behavior add up to something like a theory of human nature. Will man Filmen wie Ninotchka eine solche Theorie nicht nur der menschlichen Natur ablesen, sondern auch der Vergesellschaftung und der ihr zugrunde liegenden politischen Ordnung, so gilt es letztlich eben diesen Observations of Human Behavior, also diesen Beobachtungen menschlichen Verhaltens nachzugehen, aus denen Lubitschs Filme gewissermaßen bestehen. Was ich damit sagen möchte, ist, dass selbst noch die scheinbar unpolitischsten Filme Verhaltenslehren enthalten, ein Begriff, den ich bewusst aus Helmut Lehtens Studien zu den Verhaltenslehren der Kälte entnehme, weil mir Kälte und Wärme in Hinsicht auf gerade solche Bilder wie das auf der Leinwand insgesamt im Blick auf diesen Film wichtig sind. Lehten diskutiert in seinem Buch die Formen der Abschottung und Panzerung, der Distanzsicherung, die für das erste Experiment mit der Demokratie in Deutschland zwischen den Kriegen charakteristisch war. Formen, die er der Literatur und Kultur der Weimarer Republik abliest. Dafür findet er eine Parabel in einer schopenhauerischen Fabel, die ich Ihnen zitieren möchte und sozusagen auf den Weg mitgeben möchte für diesen Film. Das sind drei Sätze, aber das ist jetzt Schopenhauer. Sie handelt von Stachelschweinen, betrifft aber die Frage der Vergesellschaftung. Einige von Ihnen werden sie kennen. Zitat: Eine Gesellschaft Stachelschweine drängte sich an einem kalten Wintertage recht nah zusammen, um sich durch die gegenseitige Wärme vor dem Erfrieren zu schützen. Jedoch bald empfanden sie die gegenseitigen Stacheln, welches sie dann wieder voneinander entfernte.
Wenn nun das Bedürfnis der Erwärmung sie wieder näher zusammenbrachte, wiederholte sich jenes zweite Übel, sodass sie zwischen beiden Leiden hin und her geworfen wurden, bis sie eine mäßige Entfernung voneinander herausgefunden hatten, in der sie es am besten aushalten konnten. Vergesellschaftung jetzt, das war schon die Fabel. Schopenhauer interpretierte sie dann in seinem Kontext, jetzt übernehme ich wieder. Vergesellschaftung bedeutet also die Justierung des Abstands zwischen den Menschen, wodurch die Temperatur des Umgangs miteinander geregelt wird. Zu viel Distanz und es ist zu kalt, zu viel Nähe und es piekst. Oskar Nicht und Alexander Kluge würden das vielleicht als Maßverhältnisse des Politischen bezeichnen. Lehten zitiert Schopenhauers Parabel in der Einleitung zur amerikanischen Übersetzung der Verhaltenslehre der Kälte als Paradigma für dieses gepanzerte Subjekt der Weimarer Republik. Ich schlage nun vor, das Bild umzupolen auf Verhaltensweisen, wie sie für Lubitsch bzw. für die Romantic Comedy Hollywoods in den 30er Jahren charakteristisch sind. Dort prägt das Kino, so wäre die experimentelle These jetzt, kulturelle Formen für die amerikanische Demokratie aus. Auch diese lassen sich als Verhaltenslehren beschreiben, allerdings unter umgekehrten Vorzeichen als bei Lehten. Denn sie sind grundsätzlich anders temperiert als die avantgardistischen Verhaltenslehren der Weimarer Republik. In Ninotschka kommt Garbo stachelig an, Russland ist kalt und die Genossin Jakuschowa ist eiskalt in ihrer Logik, ihren Bemerkungen und Berechnungen. Auch in den Augen des Grafen, der sich in sie verliebt. What a woman, heißt es im Drehbuch. What a woman, there is a Russian snowstorm in each of her eyes. War ihnen dann, glaube ich, doch zu platt, also es kommt nicht im Film vor. Nur langsam taut sie auf, erwärmt sich, wie wir gesehen haben und wie sie noch sehen werden, für den Pariser Frühling. Obwohl die Kältemetapher also bei Lubitsch durchaus eine Rolle spielt und später im Kalten Krieg zur Leitmetapher wird, haben die demokratischen Verhaltenslehren Hollywoods eine völlig andere Temperatur als die der Kälte in Weimar. Zwischen kalt und heiß, rational und sentimental, stachliger Nähe und kalter Ferne, sucht der Film die wohltemperierte Mitte, um nicht zu sagen, den demokratischen Kompromiss. Darauf komme ich noch zurück. Doch zunächst ist festzuhalten, dass das Politische, was ich hier also mit Bezug auf Lehten als Verhaltenslehren beschreiben will, dass das Politische mit der Entstehungs- und Wirkungsgeschichte des Films durchaus verwoben ist, dass es bei genauerem Hinsehen schwer ist, Ninotschka nicht politisch zu verorten. So beschreibt Melchior Lengyel, der die Geschichte für den Film geliefert hat, die ursprüngliche Konzeption folgendermaßen. Zitat: Russian girl saturated with Bolshevist ideals goes to fearful capitalistic monopolistic Paris. She meets romance and has an uproarious good time. Capitalism not so bad after all. So jedenfalls erinnert Lengyel den Kern des Plots in einem viel zitierten Interview von 1948, also schon im Kalten Krieg, als Ninotschka gerade zum zweiten Mal in den Kinos gestartet war. Auch darauf komme ich nochmal zurück. Zu Beginn der Planungsphase im August 1937, als an Kalten Krieg noch nicht zu denken war und zumal für die USA auch der Weltkrieg noch in weiter Ferne schien, klang das etwas anders. Aber auch hier lässt sich die politische Relevanz des Stoffes an der Anstrengung ablesen, mit der jeglicher politischer Bezug geleugnet wird. Warum sonst musste Lengyel gleich den ersten Entwurf mit der Vorbemerkung versehen, dass, Zitat, der Gegenstand dieser Geschichte völlig unpolitisch sei? Wenn Politik keine Rolle spielt, warum dann noch die Beteuerung, dass, Zitat, der Hintergrund Paris-Moskau nur verwendet wird, um den reibungslosen Verlauf der Handlungen zu gewährleisten? Die Geschichte will nicht mehr sein als eine zarte, amüsante, menschliche Komödie. Dass der Gegensatz Paris-Moskau aber unabhängig von der Handlung existiert und politisch wirksam ist, liegt auf der Hand. Das sowjetische Experiment ist zwar zu diesem Zeitpunkt schon in seine stalinistische Phase eingetreten, aber doch noch relativ jung, was sich unter anderem daran ermessen lässt, dass die Sowjetunion erst Ende 1933, also 6 Jahre vor Ninotschka und 4 Jahre bevor die ersten Ideen dazu entstanden, offiziell von den USA anerkannt worden war. Aber noch ein anderer weltpolitischer Horizont ist für den Film wesentlich und fließt mittelbar in seine Gestaltung ein. Der Kontext der europäischen Immigration nach USA und insbesondere nach Hollywood.
Auf deren erster Welle war Lubitsch in den 20er Jahren nach Amerika gekommen. Nach der Machtergreifung durch die Nazis in Deutschland kommt eine zweite Welle über den Atlantik, gedrosselt zwar von den amerikanischen Einwanderungsquoten, aber unterstützt durch Affidavits und Hilfeleistungen amerikanischer Organisationen wie dem Emergency Rescue Committee unter Varian Fry oder dem European Film Fund, dessen Präsident Lubitsch war. In diesem Kontext ist der Verweis auf Nazi-Deutschland dezent, aber deutlich mit einem Hitlergruß am Bahnhof gesetzt und dann als Gag ausgespielt, auch als Verweis auf die Entstehungsbedingungen des Films selbst zu verstehen. Worauf ich nicht eingehen kann, ist, also es ist ausgespart, weil ich einfach Ihnen auch nicht zu viel Zeit wegnehmen will vor dem Film, ist der filmhistorische Kontext. Also es gibt viele, das Jahr 1939 ist ein glorreiches Jahr für Hollywood, es sind 365 Filme werden released, wie sagt man das auf Deutsch, also werden lanciert, ja, kommen in die Kinos, gestartet, genau. Also jeden Tag einer und die heißen sowas wie Gone with the Wind oder Mr. Smith Goes to Washington und so weiter und so weiter. Und John Ford hat lauter Filme. Also ich glaube, John Ford hat sogar zwei in dem Jahr. Also es ist ein großes Jahr in Hollywood. Das ist ein Kontext. Der andere ist Filme wie Comrade X wäre ein Film, den man in diesem Kontext genau untersuchen müsste und vergleichen müsste, weil der auch ein Film ist, der ist mit Hedy Lamarr und Clark Gable. Nee. Ich glaube doch, Clark Gable. Oder? Weiß es jemand? Irre ich mich? Jedenfalls, in dem Film kommt auch diese Verbindung Sowjetunion, Nazi-Deutschland vor. Und es ist noch vor 1939, also vor dem Einmarsch in die Sowjetunion. Und wird auch als Gag ausgespielt. Noch mehr sogar. Vor diesem Hintergrund, jetzt zurück zu Flucht und Auswanderung, vor diesem Hintergrund von Flucht und Auswanderung zeichnet sich das Lubitsch Land von Ninotchka durch seine außerordentlich heterogene Bevölkerung aus. Hauptfiguren der Handlung sind 5 Russen, eine davon eine Weißrussin im französischen Exil, und ein Franzose, der Graf Léon Dalgou. Doch lohnt es sich, die Sprach- und Besetzungspolitik dieses Films zu beachten. Garbo, um mit ihr anzufangen, mimt zwar eine Sowjetrussin, aber wie Krakauer zu Recht feststellt, Garbo in Ninotchka remains Garbo in the guise of Ninotchka. Das heißt in diesem Falle nicht nur, dass die Persona der Schauspielerin, wie bei Stars dieses Kalibers üblich, die jeweilige Rolle überstrahlt, es heißt vielmehr auch, dass die Zuordnung von Nationalität und Sprachduktus durch die Besetzung konterkariert wird. Garbo bleibt als Russin immer auch Schwedin und behält den Akzent, für den sie seit ihrer ersten Tonfilmrolle in Anna Christie bekannt und berühmt geworden war. Das wäre auch ein Vergleich wert. Also Hedy Lamarr in Comrade X muss viel härter arbeiten, um die Russin zu mimen. Und dann später, ich glaube in den 50er Jahren, ist das The Iron Petticoat, ein richtig antifaschistischer Film mit Catherine Hepburn. Die schmettert, die schnattert richtig. Also die rollt ihre R's. Und also es ist wirklich, es gehört fast zum Gag des Films, obwohl es, glaube ich, nicht witzig sein soll, dass sie einen russischen Akzent herstellt. Garbo macht es nicht. Garbo ist Schwedin. Ja, also ganz anders als eine Schauspielerin wie Catherine Hepburn. Noch kurioser ist das Trio der anderen drei russischen Gesandten, Buljanow, Ironov und Kopalski. Sie werden gespielt von 3 deutschsprachigen Schauspielern mit zum Teil langjähriger Erfahrung auf den ersten Bühnen Wiens und der Weimarer Republik. Eine Besetzungsstrategie, die Krakauer Ende der 40er Jahre als typisch bezeichnet und deren Ursprünge er auf Emil Jannings Rolle als Großherzog Sergius Alexander in The Last Command von 1928 zurückführt. Gehörte Jannings allerdings wie Lubitsch zur ersten Generation der Deutschen in Hollywood, so spielen die Russen in Ninotchka 3 Immigranten aus Nazi-Deutschland. Also die spielen 3 Immigranten aus Nazi-Deutschland, die Russen in Ninotchka. Felix Bressart, Buljanow, spielte in den 20er Jahren unter Max Reinhardt in Wien und wird einigen von Ihnen auch durch seine wichtige Rolle als Shakespeare zitierender Schwertträger in Sein oder Nichtsein, beziehungsweise als Angestellter Pirovich in Shop Around the Corner bekannt sein. Siegfried Ruhmann,
tritt ebenfalls in Sein oder Nichts ein. Auf, da ist er der Konzentrationslager Erhard. Und Alexander Granach macht zur gleichen Zeit Karriere in Hollywood, in Hollywoods Anti-Nazi-Filmen wie Das siebte Kreuz und Hangman Also Die. Diese drei Schauspieler verleihen den fiktionalen Sowjetrussen mithin das Gesicht der jüdischen Emigration nach Hollywood, wo Ruhmann seit Anfang der 30er Jahre arbeitet, während Granach eben erst über die Ukraine und die Sowjetunion nach aus Deutschland geflohen ist und in Ninotchka seine erste Rolle hat. Die einzigen gebürtigen Amerikaner unter den Hauptakteuren sind Melvin Douglas als Graf Dalgu und Ina Claire als die weißrussische Großherzogin Svana. Dass das Lubitschland in diesem Film, auch in diesem Film, einen starken mitteleuropäischen Einschlag hat, wird spätestens dann deutlich, wenn man sich vor Augen führt, dass der russische Kommissar Rasinin von keinem anderen gespielt wird als von Bela Lugosi, dem in Ungarn geborenen Schauspieler, dessen Name unzertrennlich von der Rolle als Dracula, mit der Rolle als Dracula verbunden ist. Auch Lengyel, der Autor, ist ungarischer Abstammung und war erst vor kurzem nach Hollywood gekommen. Und Billy Wilder, wie Granach in Galizien geboren, komplettiert als Co-Autor des endgültigen Drehbuchs zusammen mit seinem Schreibpartner Charles Brackett. Reich ist es hier, ne? Brackett oder Reich? Müssen wir nachgucken auf der Titelkarte. Komplettiert das Emigrantenteam, das Lubitsch um sich versammelt hatte. Das Lubitschland von Ninotchka ist somit auch ein Hollywoodland Mitte der 30er Jahre. Ein Melting Pot unterschiedlicher nationaler Herkünfte und Ethnien, das trotz allen Klischees von Russen und Europäern, die Lubitsch im Film aufruft, letztlich mehr über Amerika aussagt als über Paris oder Moskau. Zwischen Lengyels erstem Drehbuchentwurf von 1937 und der Filmpremiere im November 1939 wird Ninotchka dann von den politischen Ereignissen eingeholt, später noch überholt. Darin ähnelt die Geschichte dieses Films derjenigen von To Be or Not to Be, für den derselbe Lengyel mit Lubitsch zusammen das Drehbuch verfasst hat. Zwei Ereignisse in den Monaten vor dem Kinostart von Ninotchka sind für dessen Verständnis relevant. Zum einen unterzeichnen Hitler und Stalin im August den Nichtangriffspakt, was der satirischen Kritik am Stalinismus im Film zweifellos einen weltpolitischen Anknüpfungspunkt gibt. Zum anderen bricht am 1. September der Zweite Weltkrieg aus, was Lubitsch dazu bringt, einen Vorspanntitel zu beantragen. Dieser wird Ende September, kurz vor der Premiere, bewilligt und weist, wie Lengyels Drehbuchentwurf, durch Negation auf den nicht zu negierenden weltpolitischen Kontext. Und weil es Lubitsch ist, tut er dies mit Sprachwitz. This picture takes place in Paris in those wonderful days when a siren was a brunette and not an alarm. And if a Frenchman turned out the light, it was not on account of an error. Das lässt sich etwa so übersetzen: Es ist Krieg und vor diesem Hintergrund sehen Sie im Folgenden eine Komödie, in der ein Franzose mit einer betörenden Frau ins Bett geht und das Licht ausknipst. Zwar wird die Handlung in die unmittelbare Vergangenheit zurückverlegt und die Kriegswirklichkeit so für die Dauer des Films ausgeblendet, aber erst nachdem sie explizit aufgerufen worden ist. Die Zensurbehörde, die diesen Vorspanntitel zwar bewilligt hat, hatte gegenüber dem Film lange Zeit nachhaltige Vorbehalte. Allerdings bezogen sich diese vordergründig nicht auf dessen politische Relevanz in den unmittelbaren Vorkriegsjahren, sondern für diejenigen, die sich mit Hollywood und dem Production Code beschäftigen, wird das keine Überraschung sein, auf Sex. Genauer gesagt auf die Gefahr, der Film könne die Affäre zwischen Leon und Ninotchka und damit Sexualität außerhalb der Ehe gutheißen. Im Mai 1938 erhält die Zensurbehörde, die notorische Production Code Administration unter Joseph Breen, eine 14-seitige Outline, verfasst von Charles MacArthur und Ben Hecht. Diese wird allerdings von Breen zurückgewiesen. Wie gesagt, nicht aus politischen Gründen, sondern eben aufgrund der Affäre zwischen den beiden Hauptfiguren. The present story is unacceptable under the provisions of the code, schreibt Breen am 13. Mai, chiefly because of the illicit sex affair, which is inescapable between the two sympathetic leads. Under the code, heißt es weiter, such illicit sex is permitted only when the formula of the code is observed. To wit, the sex affair must definitely and affirmatively be shown to be wrong.
It must not be condoned. It must not be justified. It must not be made to appear right and acceptable. And the sinners must be punished. Das ist für Breen nicht nur eine Frage der Inhalte, also was gezeigt oder insinuiert wird, sondern auch der Form, insbesondere des Genres. Für die Darstellung von außerehelicher Sexualität kommen nur ernste Formen in Frage. Denn, Zitat, only serious drama permits the injection of proper compensating moral values. Illicit sex or adultery is never a fit subject for comedy. Damit ist Breen nun bei Lubitsch nun wirklich an der falschen Adresse. Hatte dieser doch im Grunde eine Karriere daraus gemacht, illicit sex und adultery zum Gegenstand von Komödien zu machen. Auch Shakespeare hätte bei der amerikanischen Zensurbehörde natürlich schlechte Karten gehabt. Zwar musste das Drehbuch nach diesem Verweis noch in verschiedener Hinsicht abgeändert werden und Ninotchka ist sicherlich in sexueller Hinsicht weitaus zahmer als andere Lubitsch-Filme. Insbesondere, ich empfehle ihn nochmal, den lächelnden Leutnant, The Smiling Lieutenant, wo es eine geniale Szene gibt, wo eine Frau zu einem Mann ins Apartment geht und die Tür zugeht und dann, das ist typischer Lubitsch, zeigt er nur eine Lampe an der Wand und irgendwann geht die Lampe an, das heißt, es ist jetzt Abend und dann kommt die Frau wieder raus. Das ist wirklich genial gemacht und sowas macht dieser Film nicht. Darf er nicht. Also zahmer als andere Lubitsch-Filme. Wie überhaupt, dessen spätere Hollywood-Filme zu einem eher klassischen Stil tendieren, wie er für die Ära der großen Studios typisch ist. In jedem Fall aber ist Breen in einer Hinsicht recht zu geben. Die Frage des Genres ist absolut relevant für diesen Film. Und das nicht nur in sexueller, sondern auch in politischer Hinsicht. Im Unterschied zu Breen, der die Sexkomödie als moralisch zersetzend zensiert, wäre jedoch zu betonen, inwiefern die Romantic Comedy gerade an der Ausprägung demokratischer Formen arbeitet. In diesem Genre proben Männer und Frauen den agonalen Umgang miteinander, also den Zwist, das Ziehen und Zerren mit allen Mitteln, vor allem aber mit den Mitteln des Gesprächs und natürlich des Flirts. Wenn in Ninotchka der Krieg eine thematische Rolle spielt, dann als derjenige der Geschlechter, die einander, Zitat, in einem pas de deux umtanzen, wie er für das Genre der Romantic Comedy typisch ist. Achten Sie in dieser Hinsicht auf die Choreografie der ersten Begegnung zwischen Leon und Ninotchka, die auf einer Verkehrsinsel stattfindet. Bevor die beiden auch nur ein Wort wechseln, hat Lubitsch schon im Arrangement der Figuren eine kleine Geschichte konstruiert, aus der sich die große dann entwickeln kann. Wie die Drehtür, aus der Ninotchka auf die Straße tritt, umkreisen sich die beiden Hauptfiguren. Also das sind jetzt Schuss und Gegenschuss. Sie ist einmal rechts und dann links und die Kamera tanzt sozusagen um sie rum, bis Ninotchka Leon mit einer Frage auf ihre Seite der Insel zieht. Es entsteht auf der Dialogebene ein ähnliches Hin und Her wie im Bild. Zwar endet dabei Garbos Hand in Melvin Douglases und Sie können selber überlegen, ob das jetzt wirklich Greta Garbo gespielt hat, diesen Finger, oder jemand anders. Aber dennoch behält hier Ninotchka die Oberhand und verabschiedet Leon mit der Voraussage, dass sein Typ, der arrogante kapitalistische Mann, bald aussterben werde. Wie für die Romantic Comedy typisch, entwickelt sich das Verhältnis der beiden Protagonisten von diesem Punkt an in einer unterhaltsamen Spannung zwischen Konkurrenz, nämlich um die im Grunde nebensächlichen Juwelen, und Flirt. In dieser genretypischen Dynamik zwischen Widersachern und Partnern stecken Verhaltenslehren, die zumal ein Film wie dieser implizit der Demokratie zurechnet. Mit dieser These, die wir gerne im Anschluss, wie gesagt, diskutieren können, weil ich sie noch ausprobiere, knüpfe ich an die amerikanische Philosophin Cynthia Willett an, die in einem Buch zur Ironie der Frage nachgeht, welchen Beitrag Hollywood-Komödien zur Vorstellung von Gleichheit, Freiheit und Demokratie leisten können. Sie zeigt in Anlehnung an Stanley Cavell, dass sich, Zitat, im Argon der Komödie, also im Fall der Romantic-Komödie im Zwist der Geschlechter, ein, Zitat, Modell demokratischen Konflikts verberge. Darin unterscheidet sich Ninotchka und die Romantic Comedy nebenbei gesagt von einschlägigen zeitgenössischen Filmen wie den Frank Capras, der die Naivität des demokratischen Helden herausstreicht. Man denke an Meet John Doe oder aus dem gleichen Jahr, wie gesagt, Mr. Smith Goes to Washington.
Capra argumentiert, also wenn Filme argumentieren, populistisch. Der wahre demokratische Held ist der Mann aus dem Volk, der in seiner Naivität immer schon demokratischer denkt und handelt als die etablierten Politiker. In Ninotchka hingegen muss die hyperrationale, verstockte Heldin überzeugt werden. Das heißt, die kalte Russin muss aufgetaut, für den Westen erwärmt werden. Mit einem Wort, sie muss lachen lernen. Und in einem Gag, den wir vermutlich Lubitsch verdanken, ist das derart ansteckend, dass sogar Lenins Foto auf Ninotchkas Nachttisch lächeln muss. Das hat durchaus etwas Misogynes. Und Leon ist als Dandy und Graf nicht eben die Ausgeburt demokratischer Tradition. Mit Misogyn meine ich, dass die Frau aufgetaut werden muss und kalt ist, also im Prinzip frigide. Also das ist durchaus so angelegt in eben einem sehr, sehr klassischen Geschlechterbild, was noch verstärkt wird, meiner Meinung nach, in dem Remake dieses Films von 1956. Doch lohnt es sich darauf zu achten, inwiefern Ninotchka im Gegenzug auch Leon verunsichert und ihn sogar dazu bringt, Marx zu lesen und sein eigenes Bett zu machen. Politik bedeutet hier nicht in erster Linie ideologische Überzeugung oder staatspolitisches Handeln, sondern drückt sich aus im System der Verhaltensweisen. Sie ist eine Frage von heiß und kalt, vom Ausfahren und Einziehen der Stacheln. Darin sehe ich neben der Relevanz der oben skizzierten weltpolitischen Kontexte die spezifische Politik eines Lubitsch-Films wie Ninotchka. Die Sache hat ein Nachspiel. Ninotchka lief 1939 gut an, wurde von der MGM als Top-Business angepriesen. Ich glaube, das habe ich nicht in der Dia-Show. Die Fachzeitschriften haben gewitzelt, gekalauert: Business is Top-Notchka. Wurde in allen Tages- und Fachzeitschriften wohlwollend rezensiert. Auch in der, die Rembert zitiert hat, also Stalin won't like it, aber für uns ist es eine tolle Komödie. Und für 4 Oscars nominiert, von denen der Film angesichts der besonders harten Konkurrenz im Annus Mirabilis 1939 allerdings keinen zugesprochen bekam. Wie gesagt, Stalin won't like it, fürchtete zwar der New York Times Kritiker, aber nichts für ungut. Insgesamt wurde die Komödie als recht harmloser Spaß mit Klischees auf Kosten der Russen verstanden. Es folgte der Krieg, in dem die Sowjets nun zu Alliierten wurden und Hollywood sich in Filmen wie Mission to Moscow von 1942 positive Bilder von den New Tovarichi zu liefern. Gleichzeitig wuchs jedoch mit dem Stalinismus und insbesondere seit den Schauprozessen Mitte der 30er Jahre auch die amerikanische Skepsis gegenüber dem bald als totalitär begriffenen politischen System. Wie gesagt, die Nähe von Stalinismus und Faschismus wird schon in Satiren wie Ninotchka und Comrade X unmissverständlich ins Bild gesetzt. Trotz deutlicher und weit verbreiteter sozialistischer Tendenzen in den USA bis weit in die 30er Jahre hinein, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, verhärtete sich die Opposition zum sowjetischen System und mündete in den virulenten Antikommunismus der ersten Nachkriegsjahre und des Kalten Krieges. Einschlägig ist hierfür das House Un-American Activities Committee, HUAC, und die Hetzjagd des Senators Joseph McCarthy. Dieser hatte bekanntlich auch Hollywood im Visier, was zu Vorladungen und Berufsverboten führte, schwarzen Listen, The Hollywood Ten. Keiner wurde von den Verhören verschont und am 20. November 1947 wurden sogar die Studiobosse vorgeladen, darunter auch Louis B. Mayer, Leiter der MGM, die Ninotchka produziert hatte. Er musste sich, wie andere auch, vor der Kommission nicht nur als Nicht-Kommunist, sondern als Antikommunist ausweisen. In diesem Zusammenhang führt er Ninotchka nun als Beweis an. Auf die Frage, has Metro-Goldwyn-Mayer ever produced an anti-communist picture, antwortet er mit dem Verweis auf Ninotchka, einem Film, der, Zitat, die Kommunisten nach Strich und Faden lächerlich gemacht habe. It kidded the life out of communism. Stolz verweist Mayer darauf, dass nach diesem Film ein vorher vereinbarter Filmhandel mit der Sowjetunion gekappt wurde. Und dann ließ er seinen Worten vor dem Kongress Taten folgen. Nur einen Monat nach dem Verhör berichtet die Fachzeitschrift Variety, dass Ninotchka zusammen mit Comrade X erneut in die Kinos kommen werde. Metro reissues 2 anti-commie pictures
lautete die Schlagzeile und die darauf folgende Notiz machte keinen Hehl aus der politischen Motivation. In a move apparently designed to combat ill will against the film industry engendered by the House Committee's Red Probe, Metro has decided to rush into re-release Ninotchka and Comrade X, both of which satirized the Soviet bureaucratic form of communism. Der Film galt nun als, Zitat, proof that the industry isn't overridden with subversive elements. Mit neuem Trailer versehen und auch sonst stark beworben, startete der Film seine zweite Karriere in der Kultur des Kalten Krieges. Die Fronten hatten sich verhärtet, das Eis, das mit Gabos Lachen im Film aufbricht, ist wieder überfroren. Bevor wir uns den Film nun in einer wiederum veränderten Welt ansehen, noch zwei kurze Nachbemerkungen zu diesem Nachleben und den Auswirkungen im Kalten Krieg. Erstens, das Motiv des langsamen Auftauens einer widerspenstigen Figur, zumal einer weiblichen, ist natürlich weder neu noch an und für sich demokratisch. Doch spielt es in der populärkulturellen Auseinandersetzung mit dem Ost-West-Konflikt, mit dem Gegensatz zwischen Totalitarismus und liberaler Demokratie, eine bemerkenswerte Rolle. Dafür stehen nicht nur Filme wie Ninotchka und Comrade X, der, wenn ich Ihnen da einen Clip draus gezeigt hätte, dann hätte ich Ihnen den Moment gezeigt, wo auch Hedy Lamarr als Theodore, sie spielt eine Straßenbahnschaffnerin, die sich Theodore nennt, aus eigenem Antrieb. Clark Gable bringt sie zum Lachen. Also für dieses Motiv stehen nicht nur Ninotchka oder Comrade X, die den Stalinismus zum Gegenstand haben, sondern auch ein Film wie Billy Wilders' A Foreign Affair. Und Urs meinte vorhin, 1-2-3 wäre der eigentliche logische Bezug. Das stimmt natürlich. In einer Auseinandersetzung mit dem Kommunismus ist Wilder, arbeitet weiter an dem Thema und weiter mit den gleichen Schablonen. 1-2-3 wäre sicher interessant, sich in diesem Zusammenhang anzusehen. Mich interessiert aber, dass er das Motiv in einem Film wie A Foreign Affair von 1948 wieder aufgreift. A Foreign Affair bezieht sich auf den postfaschistischen Kontext der Re-Education in Deutschland. Bemerkenswert ist hier allerdings die Tatsache, dass nicht die Deutschen zu kalt sind. Marlene Dietrich als Erika von Schlutow ist im Gegenteil genau wie die Schwarzmarktwaren, die sie im Nachtclub besingt, hot. Sondern zu kalt ist die Abgeordnete aus Iowa mit dem sprechenden Namen Phoebe Frost. Ihre Zucht und Ordnung sind es, die nicht nur die Demokratisierung der hackenschlagenden Deutschen untergraben, sondern auch noch die verdeckten Ermittlungen gegen Nazis wie Erika von Schlutow gefährden. Also diese leichte Veränderung, aber Wiederverwendung des gleichen Musters interessiert mich politisch. Also es ist nur so ein Aperçu am Rande. Zweite Nachbemerkung. Es gibt ein Remake von Ninotchka. Silk Stockings feierte Mitte der 50er Jahre zunächst als Musical am Broadway Erfolge mit Hilde Knef in der Rolle der Gabo, bevor es von Ruben Mamoulian für die MGM verfilmt wurde. Im Breitbandformat, Technicolor und ebenfalls als Musical. Der Film hat zwar jede Menge komödiantische Elemente, lebt aber statt vom Kampf der Geschlechter vielmehr von Cole Porters Musik und den Tanznummern von Fred Astaire und Sid Charisse. Auch in diesem Film werden meines Erachtens demokratische Formen und Verhaltenslehren erprobt, doch spielt sich das nicht mehr auf der Dialog- und Bildebene als Witz ab, nichts ist da mehr schnell wie der Witz, sondern innerhalb der Nummerndramaturgie als Amalgam von russischem Ballett und Rock'n'Roll. Das ist zwar nicht uninteressant, aber bei aller Kinetik doch etwas schwerfällig. Es fehlt der leichte, schnelle Witz, es fehlt der Lubitsch-Touch. Vielen Dank. Ja, großen Applaus. Danke für den tollen Vortrag, Johannes. Wir haben jetzt alle große Lust, Ninotchka zu sehen. Das machen wir in 10 Minuten. Bis dahin machen wir eine kleine Pause. Sie können sich noch mit einem Getränk ausstatten, um den Film wirklich vollends genießen zu können. Wir gongen dann, wenn es weitergeht. Bis gleich. Das war der großartige Ninotchka. Begrüßen Sie nochmal Johannes von Moltke und Rembert Hüser auf der Bühne. Was für eine tolle Kopie, oder? Ja, und was für ein toller Film und was für ein toller Vortrag. Also danke nochmal.
Und wir haben es ja schon etwas später, also wir können jederzeit in die Diskussion einsteigen, wenn es Fragen gibt. Also ich fange vielleicht zum Warmwerden erstmal mit einer ersten Frage an und ich möchte auf die Verhaltenslehren eigentlich zurückkommen. Das auch noch gleichzeitig, du hast ja noch andere Filme von Lubitsch erwähnt, aber ich möchte auch nochmal andere Figuren erwähnen, die in dieses Modell der Verhaltenslehren auch im Sinne von Läden passen, nämlich die Hochstaplerfiguren und die Transaktionen, die die machen. Also das ist ja ein eigenes Kapitel bei Läden. Das heißt auch Figuren wie Trouble in Paradise handeln ja im Prinzip von Transaktionen, wie in diesem Film hier auch. Das heißt, es ist ja in dem, wie heißt der, Rasinin oder Boris Karloff? Ja, da geht es ja auch darum, wir müssen überlegen, welche Waren wir im Einzelnen wiederkriegen und wir müssen misstrauisch sein. Das heißt, was ist das in diesem Modell? Kannst du mal was dazu sagen, was das im Einzelnen in diesen Verhaltenslehren der Demokratie, was da die Rolle der einzelnen Transaktionen ist und der Hochstapelei? Weil die weist ja auch gleichzeitig mit in Zukunft. Also, weil du hast ja gesagt, also das Nachdenken über Demokratie hat was zu tun mit 1939, 1947, 1957 und du hast auch irgendwann mal gesagt 2017. Da müsste ich einen Moment drüber nachdenken. Ich habe ja gesagt, dass dass es selbst bei mir noch einigermaßen experimentell ist, diese Behauptung, dass das also eine Einübung in Demokratie sei. Aber ich habe ihn mir auch jetzt nochmal daraufhin angeguckt und fand es wieder auf eine andere Weise interessant. Aber eine der Grenzen der Thesen ist auch klar. Und das ist die liberale Demokratie Amerikas, die eben immer meint, Kapitalismus und Demokratie wären das Gleiche. Und das heißt, das Tauschgeschäft, um das es geht, der Zwist, ist natürlich ein Handel, also ein kapitalistischer Handel. Und es geht darum, die Vorteile des Kapitalismus gegenüber den Nachteilen des Sozialismus zu konturieren. Zur Hochstapelei, also ich würde sagen, ich habe keine gute Antwort drauf. Also würdest du in diesem Film die sozusagen das Hinters Licht führen von bestimmten Figuren als Hochstapelei bezeichnen oder ist es wirklich gemünzt auf andere Lubitsch-Figuren? Man hat es in diesem Film, glaube ich, auch. Es geht ja auch zum Beispiel, als Ninochka, bevor sie geht, zeigt sie auch, dass sie politische Rhetorik gelernt hat. Das heißt, sie verstellt sich ja. Genau, das ja, ja. Das heißt, also sie spielt ein Spiel, obwohl, also sie weiß, dass sie, um eine Chance zu haben, muss das so. Ja, das ist doch jetzt, das ist richtig. Also, wenn Hochstapelei bedeutet, eine Rolle spielen, ne? Also eine Rolle innerhalb der Rolle, so eine Verdopplung. Dann wäre das auch wieder ein Unterschied zwischen den Verhaltenslehren der Kälte, wo das Anziehen einer Rolle die Voraussetzung ist, um in Gesellschaft einzutreten überhaupt. Ne? Also bei Läden ist das ist der Panzer oder da gibt es verschiedene Rollen, die er beschreibt, Radartypen und so weiter. Und die Rhetorik in den Hollywood-Filmen ist natürlich immer Authentizität. Also selbst wenn sie die Rolle spielt, dann spielt sie die Rolle, dann wissen wir als Zuschauer immer genau, dass sie eine Rolle spielt und es ihr wahnsinnig schwer fällt und sie es nur tut seinetwillen. Ne? Und sozusagen, und na gut, auch für Russland, aber im Grunde ist es ein Opfer. Und da, wo Lethen sagt, also der Mensch ist von Natur aus künstlich, sagt Hollywood natürlich immer, der Mensch ist von unserer Kunst her natürlich. Ne? Also, und dieser Begriff von Authentizität ist da relativ zentral. Also insofern wäre es auch wieder eine Umpolung von diesen Verhaltenslehren, was sie nicht besser oder schlechter macht, aber eben anders. Ich wollte fragen, ob das so eindeutig ist. Weil wenn ich an die erste große Staraufnahme von Greta Garbo denke, da redet sie davon, wie viele Menschen jetzt sterben müssen, wenn die Juwelen nicht verkauft werden. Das heißt, es ist eine moralische Argumentation, die ist meinetwegen ein bisschen triefig oder kitschig, aber die ist im Sinne der
also der Sowjetrepublik da. Und wenn ich mir angucke, das Ende, das letzte Bild ist einfach sozusagen dann auch wieder sozusagen in Frage stellen der kapitalistischen Freiheit und des Verkaufs sozusagen der russischen Idee, wenn, ich weiß jetzt gar nicht, welcher von den dreien, am Ende sozusagen dem die Lichter abgedreht werden. Popalski. Danke. Alexander. Und er dann aber eben halt demonstriert. Also sozusagen, ich finde das, was ich total interessant finde, ist, also es gibt nachher nach der ersten Staraufnahme, sage ich jetzt mal, von Greta Garbo, also die Großaufnahme mit dem entsprechenden Beleuchtung. Ja. Gibt es, ich glaube, die zweite ist dann schon, dass sie sehr in Liebe schwelgt und so weiter. Aber die heben sich gegenseitig nicht auf, finde ich. Also ich finde das sozusagen nicht eindeutig, also ich finde sozusagen dieses Verhandeln finde ich schon vielschichtiger. Sodass das Verhandeln eine eigene Berechtigung hat als Daseinsform, oder? Ja, beziehungsweise, also zum Teil wird ja immer erzählt, also dass der Film sozusagen so, also was du auch die kalte Kriegslesart, also oder Stalin wouldn't have liked the film oder so. Ja. Ich finde das nicht so eindeutig, muss ich sagen. Mhm. Also das, ich finde den, als wenn er sozusagen mit beiden Seiten auch den jeweiligen Spaß macht. Also Habe ich auch vor allem am Ende jetzt nochmal gedacht. Also die Rhetorik, was ich eben gesagt habe, also darüber, dass es das sozusagen voraussetzt, dass Demokratie immer liberale Demokratie ist und dass das Individuum zählt. Ja klar, damit macht er das kehrt er auch um. Und die Logik ihrer Einwilligung, die man ja sozusagen, das ist so, also ja gut, das gleich. Die Logik ihrer Einwilligung ist doppeldeutig, würde ich auch sagen. Ja. Ich stimme dem zu für mich, weil das Richtige für den Staat ist. Ja. Das ist als Witz ausgespielt, aber gleichzeitig ist es dadurch reingenommen in den Film. Die Frage nach Individuum oder Gemeinschaft, selbst in der letzten Dialogzeile. Also insofern würde ich da vielleicht sogar noch mitgehen. Was mir aufgestoßen ist, jetzt einfach nochmal meine Seherfahrung im Verhältnis zu dem, was ich vorher vorgetragen habe, das gleicht man ja dann wieder ab, vor allem mit Publikum, also es ist auch sehr lehrreich, so einen Vortrag zu halten und dann mit allen anderen zu gucken nochmal, ist wirklich der Umschlag, also den du an den zwei Großaufnahmen festmachst, ne, von der harten, selbstbewussten Garbo zu der dann plötzlich völlig weich ist, und die Dramaturgie, also ich jetzt auch mit Ihnen allen den Film zu sehen, ja, die kippt sehr deutlich. Also wir haben alle viel gelacht, es war viel Energie im Raum und in dem Moment, wo sie aufgibt, wird es ein bisschen langweilig. Würde ich total zustimmen. Ich wollte jetzt nur ein weiteres Beispiel, was mir gerade einfiel, ist sozusagen, wo beide Seiten, es gibt diese Szene in dem Raum, wenn sie nachher zurück ist in Moskau und immer der Nachbar da durchläuft, alles abschneidet und sozusagen die Zensur, das nicht reden können und sozusagen als Gag gemacht wird. Aber es gibt auch die russische Aristokratin. Spana. Danke, ja, die mit ihrer Gefolgschaft in dieses große Restaurant reingeht und es gibt so, also sozusagen die totale Bereitschaft irgendwie gossipmäßig oder sonst wie irgendwie über jemanden herzufallen oder sowas, was auch sozusagen als ein Gag ausgestellt wird. Also sozusagen, es gibt schon so parallele Geschichten, ne? Also ich widerspreche dir überhaupt nicht, sondern ich versuche es nicht, weil im Grunde liegt mir diese Art von Argumentation sehr, zu sagen, also vielleicht ist dialektisch, ist übertrieben, aber immerhin, das ist so ein, das eine bedingt das andere und lässt sich nicht lesen ohne den Rückbezug auf das Gegenteil. Also das ist sozusagen meine Tendenz. Ich will nur etwas vorsichtig sein angesichts eben der also jetzt von meiner Seherfahrung jetzt nochmal angesichts der Geschlechterpolitik des Films, die doch ziemlich mühsam ist. Geht, ich finde es nicht so schlimm.
Aber ich finde die auch schon, also zum Beispiel diese Umkipp, die große Umkippszene ist die Lachszene. Und das ist ein Lachen über ein Mansplaining. Wo das ganze Lokal, die ganzen Männer mit ihr über Mansplaining lachen. Wo man dann nachhinein auch sozusagen ihr Auftreten als eine Art, also sozusagen, nenne ich als eine Art von Mansplaining, aber sozusagen auch, eben halt auch kritisch sehen kann. Ich finde es nicht so deutlich. Also ich finde es nicht, also sozusagen nur, also ich finde es schon ein bisschen vielschichtiger oder so. Ja, ich denke es auch im Verhältnis zu anderen Romantic Comedies, ne, wo also die leben von dem, also wenn sie gut sind, dann leben sie von dem Hin und Her, ne, also von diesem gleichberechtigten eigentlich Zwist, was ich auch versucht habe zu beschreiben. Und das finde ich auch in dem ersten Teil wahnsinnig gelungen. Das findet man in Filmen wie Philadelphia Story, also Katharine Hepburn ist ein super Beispiel dafür. Das findet man in Bringing Up Baby, das findet man in Shop Around the Corner und auch dann You've Got Mail als Remake von Shop Around the Corner. Man findet es in The Thomas Crown Affair. Und es ist dann doch relevant, finde ich, immer sozusagen, es kippt immer hin und her. Und das macht es spannend und unterhaltend und eben auch so kleine Utopien immer wieder. Und dann finde ich, dass es doch zählt am Ende, wer die Marionetten, also wer der Drahtzieher war. Ne? Also es ist hier ja ganz deutlich, er hat sie rausgeholt. Und in der Thomas Crown Affair, bis zum letzten Moment sind sie genau gleich und dann plötzlich ist sie im Flugzeug, weil er sie ins Flugzeug geholt hat. Also diese Geschichten, die machen dann da muss man immer abwägen, also es ist genau wie im Melodram, ja, zählt sozusagen das Ergebnis oder also das Ziel oder zählt der ganze Staub, der auf der Straße aufgewirbelt wurde, während wir da hingekommen sind. Und ich schwanke da selber und würde sozusagen und will nur gegenhalten gegen die Argumentation, dass es da mehr Gleichberechtigung gibt, um die andere Seite auch reinzubringen, die mir immer wieder aufstößt. Aber und dann, aber vielleicht, ja, ich vielleicht zwischendrin, wo wir gerade bei der Lachszene sind. Es ist ja auch schon bemerkenswert, dass Lubitsch den Guten da Witze erzählen lässt und die funktionieren nicht. Und erst dann, wenn ihm ein Missgeschick widerfährt, also klassischer Slapstick, das ist es dann. Was sagt uns das aus? Was will uns Lubitsch damit auch über seinen Humor sagen, über das, was wir hier nicht mehr Lubitsch-Touch nennen vielleicht? Was sagt diese Szene über seinen Humor? Du hast es im Prinzip schon gesagt. Ne? Also jetzt nochmal beim Wiedersehen fand ich es wirklich also nochmal verschärft. Ich habe einfach angefangen zu gucken, als wären die im Writer's Room, ne? In dem Zimmer, wo die ganzen Drehbuchautoren zusammensitzen und sich überlegen, okay, wie mache ich den nächsten Witz? Und dann, war nix, oder? Und dann kommt der Nächste und sagt, du hast es nur nicht verstanden, ich erkläre es dir nochmal. Und dann weiß man schon genau, dann war es nichts. Ne? Und sie versuchen, Witze zu schreiben und das gehört natürlich zum Tonfilm, das sind alles Sprachwitze. Und es ist kaum ein Bildwitz dabei. Also wirklich, also auch von dem Erzählen, es ist so ein bisschen in seiner Mimik, ne? wie er die Witze erzählt oder wie er lacht oder wie sie haha macht. Ne? Also das ist noch total witzig, aber sonst fast nichts. Und der Moment, in dem im Bild was passiert, der Bildwitz ist der schnelle Witz, ist der Lubitsch-Witz, der dann auch eingesetzt wird, also zum Beispiel als die ganzen, also die typischen Gossip-Figuren, ne, die rauskommen aus der Toilette, ne, aus der Damentoilette oder solche Geschichten. Ne? Also, oder die Zigarettenmädels, die da reingehen und solche. Ne? Also das sind die Witze, die dann eben in den Film reinkommen. Aber andererseits ist das Drehbuch auch ziemlich witzig. Also Billy Wilder erkennt man da schon deutlich. Ich habe eine Rezension gelesen und dann nicht wiederfinden können, die ich gern zitiert hätte. War nicht im Vortrag, weil ich sie nicht wiedergefunden habe, aber jetzt kann ich informell ja sagen. Irgendjemand schreibt, es ist doch relativ viel Essig von Billy Wilder zum Lubitsch-Witz dazugekommen. Also die finden das versauert. Denn irgendjemand findet das versauert. Den Lubitsch, das finde ich nicht. Also ich finde, das Drehbuch ist schon bemerkenswert lustig an einzelnen Stellen.
Ja, also ich habe eine Anmerkung und eine Frage. Also auch einmal zur Lachszene. Da ging es mir so, das hat mich sehr stark an Thomas Hobbes erinnert. Also die Urtheorie des Komischen ist ja nichts anderes als Schadenfreude bei Hobbes. Ja? Und das zieht sich dann durch bis nie, also bis Sigmund Freud und so weiter. Es gibt natürlich den Willen zur Macht, es gibt die Selbsterhebung im Lachen über den, der das, dem das Missgeschick widerfährt. Deshalb ist auch nicht ganz dasselbe wie Slapstick. Ja? Das ist ein Unterschied. Und es ist ja auch nicht ein Witz, den ein erzählendes Subjekt dort, also wie Sie zu Recht gesagt haben, es ist kein Sprachwitz, es ist in gewisser Hinsicht auch kein Bildwitz, ja, es ist eine Elementarform des Komischen, das sieht man ja auch schon bei Kindern, worüber die lachen und so weiter und so fort, also das nur, das steht bei Hobbes und das hat eigentlich, und da geht meine Frage wirklich hin, Sie haben geredet davon, Romantic Comedy als agonales Modell, Pipapo, der Demokratie, das hat für mich nicht ganz funktioniert, ehrlich gesagt, ich habe, wenn ich mir das so anschaue, also muss ich auch daran denken, warum gefällt, was hat so für Krakauer eigentlich für ein Problem mit Lubitsch? Und ich meine, Krakauer ist ja jemand, der noch sozusagen von der marxistischen Seite kommt. Ja? Also mit gewissen Einschränkungen, ist klar. Aber ihm ist zumindest klar, ja, dass, dass sozusagen die Angestellten, Kleinbürger und so weiter und so fort, also transzendental obdachlos sind etc., all diese Geschichten, und dass sie ihre Zerstreuungen suchen und so weiter und so fort, und dass sie eben nicht die neue Klasse sind. Und im Hintergrund ist natürlich, deshalb sage ich, er ist marxistisch, ist, dass die Soziologie zu diesem Zeitpunkt, also Geiger und solche Leute, haben nach neuen Erklärungssätzen, Gesetzen oder Erklärungen gesucht, okay, was ist eigentlich, was sind die Angestellten, was ist die Mitte, funktioniert die marxistische Klassentheorie noch, lohnabhängige Kapitalbesitzer etc. Und da gibt es ja noch eine dritte Schicht sozusagen, und die dritte Schicht ist so jemand wie Werner Sombart mit seinem, mit einer Theorie vom ästhetischen Kapitalismus, und das ist ja eine Theorie, die sehr modern ist, Gernot Böhm hat erst vor kurzem nochmal darüber publiziert, wo es darum geht, okay, wie im amerikanischen Kapitalismus definiere ich mich über die schönen Dinge, über Lust, über Glück, Pursuit of Happiness und all diese Geschichten. Das ist ja eine sehr akzeptierte Theorie auch heutzutage im Mainstream. Ist es nicht so, dass also Lubitsch sozusagen hier unter der Hand etwas reinschmuggelt, was sozusagen das ganze Gegenteil ist von der Romantic Comedy? Also dieser Schluss am Ende wirkt natürlich für mich sehr aufgesetzt. Also da würde ich eigentlich in gewisser Hinsicht zugeben, dass der zweite Teil oder das letzte Drittel des Films dramaturgisch nicht mehr so brillant ist, sagen wir mal so rum. Kann es nicht sein, dass der wahre Kern ist sozusagen das berühmte Liebesgeschäft, was stattfindet, der Status, mit dem man sich schmückt, der Liebhaber, also der Liebhaber der Grand Duchess muss natürlich ein der gut aussehende Leon sein und so weiter und so fort, das braucht sie, das ist ihr Toyboy und so weiter, das gehört so ein bisschen dazu, also das sind so die Sachen, mit denen man sich schmückt, der Luxus, den man so dabei haben will. Ja, sie könnte auch jemand anderen haben, aber es muss natürlich ein Graf sein, all solche Geschichten. Also ich glaube, das sind Dinge, die deutet Lubitsch an, und das hat dann relativ wenig mit dem zu tun, was das Genre Romantic Comedy ist. Dieses Happy End am Ende ist wirklich sehr aufgesetzt aus meiner Sicht. Ja. Also das funktioniert nicht, ist auch also von der Zeitstruktur her sehr kurz, und es wird quasi jetzt vorgeführt, das ist das Happy End, was sie immer haben wollte in Hollywood, aber das ist natürlich Blödsinn. Ja? Also das ist sozusagen die indirekte Message von Lubitsch. Jetzt bin ich nicht sicher, ob ich alles genau nachvollzogen habe jetzt, und Sombart ist auch nicht was ich, wo ich mich auskenne. Aber für den Einwand bin ich natürlich offen, zumal ich im Grunde ja behaupte, dass die sozusagen die demokratisierende Figur hier ein Aristokrat ist. Also es ist nicht nur, dass die Einschränkung meiner These durch den Kapitalismus gibt, sondern auch durch die Aristokratie auf der anderen Seite. Und insofern also eine buchstäbliche Lesart des Films als also sozusagen vom Grafen, vom Playboy als dem eigentlichen Demokraten. Da haben Sie völlig recht. Darauf würde Krakauer in den 20er Jahren, denke ich, auch abheben, auch mit den Hochstaplerfiguren. Also das hätte er vielleicht so gelesen, wenn der Film aus den 20ern gewesen wäre. Und hat er auch bei Lubitsch zum Teil so gelesen.
Und trotzdem finde ich jetzt eigentlich das Interessantere, dann zu fragen, in Absehung von den sozialen Zuschreibungen der Figuren auf der Inhaltsebene, ja, also wer ist Russe, wer ist Aristokrat, wer ist Weißrusse, wer ist Rotrusse, zu fragen, wie strukturiert der Film die Organisation menschlicher Verhaltensweisen und wie, was setzt er der kalten Persona entgegen, also wie Ninotchka da ankommt. Und das sind Verhaltensweisen, die haben was zu tun mit Entspannung. Sagt er nicht irgendwann, entspann dich, glaube ich. Die haben was zu tun mit Leichtigkeit, mit Absehung von bestimmten Vorgaben, politischen Vorgaben. Die alle an und für sich nicht demokratische Verhaltensweisen sind, aber die sozusagen entgegengesetzt werden der Verhärtung einer nicht mehr haltbaren, also aus Sicht des Films ideologisch nicht haltbaren Politik. Also das wäre nochmal kurz zusammengefasst, die These. Und da ist es für mich dann nicht wichtig, dass er Aristokrat ist, und sondern eben, dass er ein anderes Verhaltensmodell zeigt. Man kann das auch so lesen, ich denke, Sie haben auch recht. Das kann man auch so lesen und sagen, das ist der Playboy, der Dandy, und der wird aufgewertet und in Krakauers Terminologie den kleinen Ladenmädchen nochmal vorgeführt als Identifikationsfigur. Also so würde Krakauer das dann in den 20er Jahren formulieren. Vielen Dank erstmal nochmal für den Vortrag, und meine Frage geht auch in Richtung Ende und Auflösung. Ich würde gerne nochmal auf diese politische Lesart auch zurückkommen, und wir haben ja diese starken gegenübergestellten Sphären von den Räumen, also Moskau und Paris, und dann sind wir am Ende in Konstantinopel. Und die ganz simple Frage, die mich umtreibt, warum Konstantinopel? Also es wird gleich auch wieder so ein Stereotyp übersteigerter Witz natürlich draus gemacht, der türkische Teppich, der aus dem Fenster fliegt. Aber warum ausgerechnet da? Ob Sie sich das überlegt haben, dass also Istanbul ist der Ort, wo der Osten und der Westen zusammentreffen am Bosporus. Herrschersitz ja auch noch, also da sind wir wieder bei der Monarchie auch. Ist dort nicht der Sultan oder wer auch immer? Ja, aber jetzt nicht mehr. Also das ist eben, ja, Konstantinopel schon, Istanbul nein, ne? Also das ist, insofern schillert das. Für mich ist auf jeden Fall, also mit dem Teppich ist auf jeden Fall das Märchenhafte aufgerufen und benannt. Und es ist ein märchenhaftes Ende, ein märchenhaftes Happy End, was sozusagen der Film dadurch auch also eingesteht, dass es eine märchenhafte Lösung ist. Es gab eine Szene im Drehbuch, also es ist Hollywood, ne? Alles wird endlos umgeschrieben, und es gibt eine Szene, wo ganz orientalistisch so eine Sklaven- und Harem-Szene ausgespielt wird. Das ist der Moment, wo in der früheren Fassung, wo Ninotchka lacht. Nicht im Restaurant, sondern in so einer Verwechslungsgeschichte, wo sie mitgeschleppt wird. Also da gab es schon das Motiv Orientalismus, gab es schon in der früheren Fassung des Drehbuchs. Vielleicht ist es ein Überbleibsel davon, aber für mich wäre jetzt die naheliegendste Erklärung. Damit geht der Film dann auf die Märchenschiene, die er braucht für die Auflösung. Historisch ist das der Ort, auf dem die Russen auf der Exilroute nach Paris Station gemacht haben. Also okay, ja. Und diese Exilbewegung gibt es ja auch, und die ist ja auch durch diese Weißrussin personifiziert. Und gerade die Weißrussen sind über Jalta, über Konstantinopel nach Marseille eingeschifft und dann nach Paris. Okay. Die auch immer wieder auftaucht und auch oft mit langen Zwischenstationen. Also wenn man so will, so ein Niemandsland auf diesen ganzen, in dieser Exil. Mhm. Ja.
glaube nicht, dass das Zufall ist eigentlich. Kann sein. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie Granach aus der Ukraine über die Sowjetunion, wie er dann nach USA gekommen ist. Hm. Das ganze Filmexil, das russische Filmexil in Paris, die kamen alle über Konstantinopel, diese vom Moskau Künstlertheater und Protasonow, die ganzen um den Protasonow. Okay, ja, super. Ja. Auf jeden Fall als kontextrelevant, denke ich. Ich würde auch noch gerne eine Frage zur Sprachpolitik stellen. Also du hast ja über die Stimmen gesprochen und hast am Anfang auch das Casting erwähnt und auch erwähnt, dass jetzt Greta Garbo sowohl immer präsent ist, auch als schwedische Stimme und gleichzeitig als Figurenstimme. Und dann hast du ja auch relativ klar auch gut zeigen können, einfach wie diese Figuren eigentlich im Prinzip als Melting Pot besetzt sind. Also so das. Jetzt frage ich mich, inwieweit, das war ja von dir aus das Argument, dass jetzt dieser Film als Selbstbeschreibung der Gesellschaft eigentlich im Wesentlichen funktioniert, dass es eigentlich gar nicht mehr sich der Logik des Kalten Krieges unterwirft, sondern dass jetzt die Stimme von Greta Garbo assoziiert eher Minnesota als Russland. Und ich frage mich, ist das nicht eine Stimme, die erstmal nur eine Akzentstimme ist, also die in dem Sinne erstmal Fremdheit konnotiert? Und vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr zu dieser Stimmenpolitik erzählen, die das Ganze also zu einer kulturellen Selbstbeschreibung macht. Also klar, das ist, das liegt auf der Hand und das wird, wenn man nicht viel drüber nachdenkt, und wird auch vielen Zuschauern in Amerika so gegangen sein, dass sie diese Stimmen als fremdartig erkannt haben. Und da macht es dann gar nichts, dass die Akzente alles deutsche Akzente sind, die auch unverstellt deutsche Akzente sind. Also da bemüht sich keiner, einen russischen Akzent zu haben. Die einzige, die einen russischen Akzent hat, und es würde mich interessieren, also ich weiß nicht, wer die Schauspielerin ist, ist die Mitbewohnerin, die dann die Unterwäsche bekommt. Die jedenfalls, so wie die Ninochka sagt, klingt russischer als alle anderen im Film. Anders in Comrade X zum Beispiel, weil du das genau hattest ja als... Genau, und dann gibt es die Filme, die es ausstellen, ja. Comrade X und vor allem Iron Petticoat. Ich habe jetzt nicht alle gesehen von diesen Filmen, aber mir ein paar halt nochmal angeguckt, und in Iron Petticoat, die schnarrt richtig, die Katharine Hepburn, und es ist sehr lustig beim ersten Mal, nach einer Weile wird es anstrengend. Greta Garbo schnarrt eben überhaupt nicht. Also das ist ein weicher Akzent. Das ist, glaube ich, wichtig. Dadurch wird sie bleibt sie die Garbo, die sie ist, also die Identifikationsfigur. Und bei den anderen dreien wird sie auch komisch eingesetzt. Also die haben eher die schnarrende Stimme zum Teil, aber eben Deutsch. It's played for laughs. Also das ist für Komik eingesetzt. Ich kann jetzt die Situation 1939 nicht gut rekonstruieren von der Sprachpolitik her, aber jeder, der heutzutage in Amerika lebt, wie du es ja auch getan hast, weiß, dass dieses Sprechstimmgewirr völlig typisch ist. Also es gibt keinen normativen amerikanischen Akzent eigentlich, und die Vielfalt der Stimmen würde ich auf jeden Fall stehen, dass das eine sehr amerikanische Geschichte ist. Allerdings, also noch einen Satz vielleicht, die Deutschen machen in genau diesem Moment, 1939 ist das Jahr, in dem Hollywood mit Confessions of a Nazi Spy zum ersten Mal gegen die Nazis Politik macht. Ne? Also 6 Jahre lang Nazi-Deutschland, und die Kasse lief gut. Also man hat nichts gegen die Nazis gesagt, weil erstens die Nazis in Hollywood zensiert haben durch den Konsul, der war dann immer da und hat im Grunde Drehbuchzensur gemacht in den Studios, das ist wirklich erstaunlich, Georg Gisling, glaube ich, und zum anderen, weil einfach die großen Studios ihre Filme in Deutschland absetzen wollten, ne? Und, also Anti-Nazi-Filme gab es bis dahin nicht, und dann hat sich nicht MGM, sondern das andere Studio hat sich aus dem Fenster gelehnt und Confessions of a Nazi Spy gemacht, und das war wie so ein Dammbruch. Dann gab es lauter Anti-Nazi-Filme, Casablanca ist ein berühmter, und in denen treten dann immer die Exilanten natürlich als die Nazis auf. Also die vor den Nazis geflohen sind, treten als die Nazis auf, und die
und die Guten sind unmarkiert. Also so, ja. Ich hatte jetzt einfach nur noch so eine Bemerkung nochmal. Also durch deinen Vortrag fand ich das jetzt total großartig, weil der so Kontext den Film noch. Also ich habe den Liebesbrief am Ende, nicht am Ende, sondern gegen Ende, der zensiert ist, nie so deutlich als eine Selbstbeschreibung des Hays Coast gesehen. Wie jetzt, weil du sagtest, so Selbstbeschreibung auch von der Gesellschaft. Das fand ich nochmal, ja. Ja, das hat, also das geht mir jetzt auch jedes Mal, wenn ich den Film sehe, so, dass ich eigentlich, also ins Rein will. Zumal ich eben jetzt die Zensurakten zum Film gelesen habe und die doch relativ ausführlich sind und relativ ihnen wirklich sagen, nee, fangt nochmal neu an und dann machen sie eben dieses Drehbuch. Also das Drehbuch davor ist schon noch ein bisschen sexier. Ja, wir haben oft in dieser Reihe über Türen gesprochen. Ja. Und was ich interessant fand, war diese Szene, die Sie erwähnt haben, aber auch zum Beispiel die Szene an der Ampel, wo die zwei sich zum ersten Mal begegnen. Und ich habe gedacht über diese Orte, also ich habe nie wirklich über diese Orte gedacht als Schwellen oder Orte von Spannung, vielleicht sogar politischer Spannung, wo man verschiedene Einstellungen oder Meinungen oder Argumente vielleicht austestet oder wo wir als Zuschauer sehen können, okay, wo steht diese Person und wo steht diese andere Person und wie können wir die einordnen. Aber finden Sie, dass vielleicht diese Objekte in diesem Film was anderes machen als in den anderen Lubitsch-Filmen, zum Beispiel die Funktion von der Tür oder die Wand, wogegen sie steht oder sitzt im Restaurant, wo sie zum ersten Mal lacht und er muss sie dann ein bisschen da finden oder so? Ja, da seid ihr alle die Experten jetzt, weil ihr die ganzen Lubitsch-Filme nochmal geguckt habt. Also ich erkenne da schon relativ viele Motive aus anderen Filmen wieder. Aber das sagst du ja im Grunde auch, ne? Dass es das gleiche Motiv ist und die Frage ist, ob die Funktion sich unterscheidet. Hm. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht lese ich zu viel ein, aber ob das vielleicht wegen dieser politischen Diskurse, ob vielleicht da irgendwie ausgetestet wird, was wir in den anderen Filmen vielleicht nur als Witz oder was Witziges verstehen. Wie ist es denn in To Be or Not To Be? Gibt es da auch die Türenwitze in gleicher Häufung, dass Sachen hinter Türen passieren, die man nicht sieht, aber durch das Öffnen und Schließen der Türen wird nicht so viel? Genau, am Schluss die Toilette, ja, die Toilette am Schluss ist natürlich wichtig, ja. Die zum Beispiel der Gag mit den Zigaretten, also mit dem Champagner und den Zigaretten und den Garnelen, das ist, würde ich sagen, typisch funktioniert genauso wie in anderen Filmen, in anderen Lubitsch-Filmen auch. Diese Szene auf der Verkehrsinsel, da habe ich jetzt auch nochmal geguckt, weil ich es gesagt habe und nochmal gucken wollte, ob es denn wirklich stimmt. Also natürlich ist es ein Schuss-Gegen-Schuss-Verfahren, aber ich denke wirklich, dass die Drehtür, das funktioniert nach dem Prinzip der Drehtür. Ne? Also wie so ein Wetterhäuschen, wo die da stehen, ist sogar ein Wetterhäuschen. Wieder warm, kalt. Und ach so, okay, ja. Und sie kommt aus der Drehtür und dann geht die Kamera, nimmt die beiden Positionen in der Drehtür ein, geht dann, macht nicht das noch, aber das macht dann Leon. Der geht dann sozusagen hinten rum um die Achse und kommt wieder vor. Also es ist sehr geometrisch genau inszeniert. Ob die Funktion jetzt, also ich würde es nicht überinterpretieren wollen und sagen, das ist auch sozusagen, da ist der politische Wandel gleich drin. Aber wie ich es ausgedrückt habe, also im Vortrag, ich glaube schon, dass das Spiel dadurch inszeniert ist, also gesetzt ist. Wir drehen uns umeinander und verhalten uns zueinander. Und in der Drehtür ist ja der Witz, dass man nicht zueinander kommt, ne? Sondern in verschiedenen Abteilen sich dreht um die gleiche Sache. Und dann am Ende endet eben diese Szene mit ihrer Hand in seiner. Aber dann sagt sie ihm, du tust mir leid, du bist bald extinct. Ja. Nochmal zurück zu der Frage, ob Ninotchka eigentlich frigide ist oder nicht oder ab welchem Punkt eigentlich. Ja. Denn ich hänge so ein bisschen an der Formulierung
fest, weil ich dann dachte, ist es nicht eigentlich genau das Gegenteil? Ist sie nicht vor ihrer Wandlung total promiskuitiv und darin auch sehr klar? Und ist das nicht was, was über eine Art und Weise über diese Einführung von Sprache, also im Prinzip von einer Sublimierung, irgendwie gefasst werden muss, sodass er sagt, aber da gibt es doch Liebe, es gibt doch Gefühle, und sie sagt, nee, das sind alles Chemikalien. Ja. Muss das nicht irgendwie sein, um eigentlich eine sehr klare oder irgendwie eine Art genderfreie ja. Sexualität wieder in eine Form zu bringen? Und ist sozusagen nicht wird sie nicht sozusagen erst frigide in dem Moment, in dem sie aufgeweicht wird und sozusagen erwärmt wird? Ist sie nicht. Finde ich eine extrem interessante These, wo ich aber wahrscheinlich erstmal nachfragen würde nach dem Unterschied zwischen Sex und Gender. Weil ich glaube, das stimmt auf der Gender-Ebene. Die Kleider, in denen sie kommt, die Hüte, die sie trägt, ihr Auftreten, der Hyperrationalismus, den sie an den Tag legt, mit dem sie also jede Gender-Zuweisung. Ihr erster Satz ist ja im Grunde genommen. Please don't make anything of my womanhood. Ja, also insofern absolut auf der Gender-Ebene. Und auf der Sex-Ebene, also vielleicht geht das parallel. Also müsste ich jetzt nochmal überlegen. Das finde ich sehr, sehr interessant. Ich habe das mit Frigide habe ich wirklich nur gemeint, dass der Film eindeutig sich einkauft bei der Kälte-Metapher. Ne? Also dass ich finde, also er macht das bis. Er macht es fast also platt, ne? Also im Grunde genommen, dass kalt und warm gegeneinander ausgespielt werden. Ja, also es ist ja sozusagen so, von Raw wird sie gekocht, also die daher, ja. Also finde ich eben Sex und Gender, also klar, die Trennung ist natürlich evident, aber es läuft ja sozusagen in eine Entwicklung, also beides läuft ja parallel. So, ja, also sie wächst in ihre Womanhood hinein. So gerät es ja der Film, und sie findet eine Sprache und so, sie sagt halt nicht mehr, yo, lass auf dein Zimmer gehen, sondern sie sagt, ja, darf ich einen Kuss haben? Ja. Also es ist ja schon eine starke Veränderung. So. Und es geht eigentlich immer mehr um irgendwie Zärtlichkeiten, Feinheiten. Sie findet auch parallel eine immer größere Sprache, ein größeres Vokabular. Ja. Und ihre Handlungen oder ihre Fragen nach Fakten werden immer weniger. So. Also, sie geht ja einerseits in eine Komplexität hinein, andererseits wird ihre Klarheit, also sozusagen das, was bei ihr Verstand und auch Sexualität sein kann, wird vermischt und verzwirbelt in eine Form von Womanhood. Ja, würde ich mitgehen. Ich über einer der Filme, die ich mir angeguckt habe, ich glaube, es ist The Iron Petticoat, dieser Hepburn-Film, der spielt das gleiche Motiv aus. Und der Mann, Catherine Hepburn und Bob Hope, glaube ich, spielt den Mann. Der Mann will eben Sprache und Flirt und so. Und sie sagt, no, in Russia, we just say, you come. und dann muss also der ganze Film geht darum, dass sie also belehrt werden muss und aufgewärmt und so weiter. Aber witzigerweise ist der letzte Satz, glaube ich, in dem Film, dass sie sagt, you come. Also sie kriegt den Satz zurück, nachdem sie die Re-Education oder die Umerziehung durchgemacht hat. Also es wäre, wo man das Motiv nochmal anders durchspielen könnte. Ich finde es sehr, sehr interessant, sich das so zu überlegen, wie das Gefälle eigentlich ist, was ich beschrieben habe als ein dramaturgisches Gefälle, ob das nicht auch, also so wie Verena auch gesagt hat, dass da mehr so Wellenlinien entstehen, finde ich sehr interessant. Dazu passt auch, dass dann immer das Wort again fällt, also dass sie diese Wiederholung wollen, das ist ja auch sowieso ein Stilmittel, was Lubitsch anwendet, die Wiederholung. Das greift ja an vielen Stellen auf. Was hat das für eine Bedeutung für dich in diesem Film? Wiederholung? Gag-Strukturen. Also ein Gag muss man, was sind die Hollywood-Regeln? Die muss man immer wiederholen. Weil das ja gar nicht mal nur ein Gag ist. Also in dem Fall, das wird ja auch bei der Liebesszene, bei der Kussszene. Richtig, aber ich glaube, es kommt von der Komikstruktur her. Also es gibt sicher auch andere Erklärungen, aber... Ich würde es ja da ganz
Das ist üben, dass man übt. Ja, also sie wird ja wie ein Kind behandelt. Also, ja. Also lern ja. das irgendwie, ja. lern ja. Deinen Wissensdurst irgendwie mal zu stillen und deine Sexualität ja. irgendwie zu sublimieren. Ja, wobei da ja auch eine unglaubliche Symmetrie herrscht in der Szene. Also sie liegt unten, er küsst sie von oben, sie sagt again und dann drehen sie sich um, sie küsst ihn und er liegt und er sagt again. Also es ist... Das ist ganz symmetrisch gebaut. Ja, er macht ja eigentlich auch eine Charakterentwicklung durch den Film. Also er ist ja auch nicht nur der Bourgeois. Genau, also das war mir schon wichtig im Ausgleich zu dem, was ich als schon so unterschwellig misogyn empfinde zum Teil im Film, dass er auch eine Entwicklung durchmacht. Und nicht nur, dass er also Marx jetzt liest und sein Bett macht. Aber das ist natürlich... Ja, gibt's noch weitere Fragen? Sonst würde ich mich für die Diskussion bedanken, für den tollen Vortrag und danke nochmal. Tschüss, schönen Abend. Großen Applaus, Johannes von Moltke. Dankeschön für den Vortrag. Vielen Dank Ihnen auch. Rembert Hüser natürlich. Und nochmal der Hinweis, übermorgen das fidele Gefängnis um 18 Uhr, dann... nicht kostenfrei, leider, weil ich darauf angesprochen wurde, weil es keine reguläre Lecture ist. Ich hoffe, sie kommen trotzdem. Und in 2 Wochen die allerletzte Lecture unseres Zyklus mit Meyer aus Berlin vom Jahr 1919. Wirklich eines der ganz großen Highlights, in denen Lubitsch auch mitspielt. Dann mit Klavierbegleitung. Kommen Sie gut nach Hause und bis bald. Tschüss.